Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Forever Stranded. Ja, wir sind wieder auf unserer planlosen Insel, wie auch immer. Und wir haben natürlich, ich habe mir natürlich das letzte Mal noch das Material wieder besorgt, ist klar, ne? Haben natürlich das Material wieder besorgt, alles wunderbar, passt. So, jetzt bin ich bloß gerade am Schauen. Jo. Okay. Ich kühle gerade ab, das ist gut. Okay. Und zwar, ich habe natürlich ein bisschen was seit dem letzten Mal gemacht. Ein bisschen ist deutlich untertrieben, aber es macht nichts. Und ich habe noch etwas vergessen, euch zu erzählen. Und zwar, wir hatten ja immer wieder das Problem, dass sich hier Sand aufgetürmt hat. Und ich bin die letzten paar Folgen immer wieder dran vorbeigelaufen. Und wenn ihr euch daran erinnern könnt, vor einigen Folgen hatte ich mal gesagt, ich hatte eine Viertelstunde aufgenommen, aber nicht aufgenommen. Da hatte ich diesen Weather Deflector gebaut. Der ist nämlich genau dafür da, dass diese Sandstürme hier nicht entstehen. Weather Reflector hier besteht aus 4 Eisen, 4 Redstone und ein Weather Item. Das Weather Item besteht aus 4 Eisen, 2 Redstone und einem Gold. Leute, so billig kommt ihr an das schöne Wetter hier nicht wieder ran. Beim besten Willen nicht. Geht nicht. So, ich führe euch aber jetzt mal rum, was wir hier alles schon haben. Ich habe ein bisschen die Außenwände hochgezogen, hier noch eine Decke reingezogen, Türen reingesetzt. Ein paar andere Sachen vorbereitet. Ihr seht schon immer wieder ein paar Kisten rumstehen. Die sind schon vorbereitet. Und ich habe mich auch noch ein bisschen um Quests, also nicht um Quests gekümmert, das machen wir natürlich zusammen. Aber vorbereitet habe ich natürlich einige, ist klar. Ne? Hier sind mir leider ein paar Sachen verdorrt. Das ist aber auch nicht ganz so wild. Wir haben hier ein bisschen was rumstehen, das ist okay. Da haben wir noch ein bisschen was, genau. Und zwar hatte ich hier noch einen Fehler gemacht. Diese Ground Traps können tatsächlich in den Ground rein. Hier. Da unten. Und ich habe noch eine zweite Ground Trap gemacht. Da habe ich Fruit Baits rein. Fruit Baits, ganz einfach. 3 Früchte. In meinem Fall waren es Äpfel und eine Schnur. Wunderbar. Jetzt müssen wir schauen, ob da was dabei rauskommt oder nicht. Wir werden sehen. Der hier war fröhlich am Arbeiten. Da schnappe ich mir ab und zu mal die Setzlinge. Und pack die hier in eine Konstruktion rein. Wir hatten ja noch ein paar von den du bist immer noch beim Kaktus? Okay. Was auch immer. Wir hatten noch 3 Transfer Nodes, die habe ich hier einfach dran gesetzt. Einer holt aus der komisches Geräusch, egal. Einer holt aus der Kiste quasi die Sachen raus, verteilt sie in die 2 Kisten rein, in die 2 Barrels rein, die 2 Barrels kompostieren und dann kommt hier Dirt raus. Haben wir schon 18 Dirt. Im Endeffekt das, was aus der Farm da drüben übrig geblieben ist. Die ist leider nicht besonders effektiv. Da habe ich auch noch was anderes probiert, da kommen wir auch gleich noch dazu. Können wir gleich mal machen. So, machen wir weg hier. So, und zwar beim Sieben von Dirt. Hier. Dirt oder Compressed Dirt ist ja wurscht. In einem Mesh kommen noch ab und zu mit einer 2%igen Chance Rubber Seeds raus. Und die werden wir auch bald brauchen. Ich habe hier noch 2 Stück rumliegen. Da pflanzen wir jetzt mal einfach mal einen an. Hier hin. Und dann werden wir hier mal gucken. Dann nehmen wir mal den Bone Croc, den wir noch rumliegen hatten. Schauen wir mal, ob wir noch Setzlinge rauskriegen. Die können wir mal ein bisschen zurechtstutzen. So, den werden wir eh komplett entblättern. Das spielt überhaupt keine Rolle. Irgendwas hat plöpp gemacht. Ja, ich habe einen Setzling. Sehr gut. Weil die droppen ehrlich gesagt relativ schlecht. Liegt noch einer rum? Nein. Gut. Da war noch einer dabei. Sehr schön. So, und uns geht es natürlich einerseits um die Setzlinge, die brauchen wir, um noch mehr Bäume anzupflanzen, aber andererseits geht es uns eigentlich um was völlig anderes. Schauen wir mal, wo wir hier einen haben. Ich hoffe, wir haben hier einen. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Sehr gut. Einen einzigen. Das ist ja eine Ausbeute, du Lecco mio. So. Genau, ich hatte nämlich schon mal einen gepflanzt. Ach, da haben wir auch noch 3. Na, wunderbar. So, dann schnappe ich mir hier mal das Holz. Dann machen wir uns mal ganz kurz einen Tree-Tap. Temperatur.
Tastatur sieht. Oh, kann man gerade nicht. Doch, können wir. Wir machen uns einfach nochmal ein Crafting Table. Ja? Genau. Machen wir uns einfach nochmal ein Crafting Table. Wenn wir schon mal dabei sind. So, Crafting Table. Und dann machen wir gleich eine Crafting Station draus. Und die stellen wir dann mal da dazwischen hin. Genau. Kommt der Mod richtig durcheinander. Und dann können wir uns nämlich noch einen Tree Tab machen. Tree Tab aus Industrial Craft. Holz Tree Tab. Da machen wir uns dann gleich mal zwei. Machen wir uns keine zwei. Machen wir uns ein. Auch egal. So, dann packen wir das Holz. Holz, nein. Da haben wir noch Samen. Und Setzlinge können wir noch reinpacken. Genau. So, Holz können wir hier reinpacken. Licht gut. Okay, ich hätte mir den Crafting Table sparen können. So, egal. So, wenn ihr das gecraftet habt, weil Industrial Craft ist ja schon ein bisschen älter, ne? Dann geht ihr mit dem Tree Tab hier hin, rechte Maustaste, und dann kommen da so komische Dinge raus. Die hier, Sticky Resins. Und die Sticky Resins kann man dann zu Rubber schmelzen oder noch besser im Extractor. Extractor ist wieder eine Industrial Craft Maschine, da müssen wir uns dann nochmal ein bisschen mit Industrial Craft beschäftigen. Ist aber nicht Thema der heutigen Folge. Nein. Heute machen wir einfach mal einen Rundumblick, was wir alles gemacht haben und was alles noch zu machen ist. So, dann haben wir hier die Pam's Shaded Garden. Die bekommt man beim Sieben von Oak Leaves. Ein Beehive habe ich nicht bekommen, aber die anderen habe ich bekommen. Also nicht alle, ein paar. Recht schlechte Dropchance. Die müsste man jetzt theoretisch und praktisch da drüben anpflanzen. In irgendeinem Grün. Und dann wieder abholzen oder abwarten, bis sie sich verbreiten. Haben wir noch ein bisschen Zeit damit. Werden wir noch machen. Ich werde es mal da reinpacken. Weil hier habe ich nämlich was versucht. Ich hatte das schon mal hinbekommen, muss ich zugeben. Aber ich brauche jetzt noch irgendein Werkzeug dazu. Moment. Ich brauche noch ein Werkzeug. Ein Werkzeug. Übrigens, komm. So. Ach ja, übrigens, wir können noch mal ganz kurz einen weiteren Blick machen. Also, hier ist im Endeffekt jetzt eine große, weite Fläche. Davon habe ich einen Zaun durchgezogen. Ist ja auch nur Holz. Und grünes Glas, dass es designtechnisch da dazu passt, nicht? Da drüben sieht es noch ein bisschen mager aus, sag ich. Keine Decke, kein Boden. Aber zumindest schon mal die Wände. Ist doch schon mal ein Einstieg, ne? Wir sind zumindest etwas ungestört hier in der Ecke. Das ist okay, hätte ich gesagt. Okay. Ja. Gut. Dann. Das haben wir alles schon. Das habe ich erklärt. Das haben wir gemacht. Hier leider kaputt, aber egal. Das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht im Inventar. Genau, wir haben noch Quests offen. Jawohl, wir haben noch Quests offen. So, unter anderem haben wir die Quest hier offen. Wir müssen uns Coke Breaks machen. So, nehmen wir uns mal das Questbuch. Das werden wir dann im zweiten Schritt brauchen. So, und zwar das Questbuch. Ups. Sagt uns im Bereich Technology. Nein, Tinkerbow. Hier, Blaskook, wir sollen uns 4 Coke Bricks und 4 Blast Bricks machen. Bringt uns aber so gar nichts. Wir brauchen nämlich 27. Deswegen liegen hier auch ein paar mehr. Es ist hier nichts anderes wie Clay Bricks. Und das, was wir das letzte Mal verkehrt gemacht haben, es ist nicht Sand, sondern Sandstone. Naja, mein Gott, okay. Fehler passieren. Habe ich da zu viel drin? Ist egal. So, und dann müssen wir das gleiche mit dem Zeug hier machen. Nether Bricks, wie man da rankommt, ich zeig's nochmal. Rezept aus Netherrack. Und Netherrack bekommt man in der Barrel, wenn man Lava reintut und dann Redstone drauflegt. Also reinklickt, dann kommt Netherrack raus. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Und das Blaze Powder bekommen wir eben am 7 raus. Und das hier ist auch bloß wieder Clay. So, dann haben wir die zwei. Blast Coke. Da kriegen wir noch dreimal Clay, Blaze Powder und Nether Bricks. Okay, machen wir mal. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier noch ein Engineer's Hammer. Ich glaube, das hatte ich auch schon einstecken, oder? Nee, hatte ich nicht einstecken. Ich brauche den Crafting Table. Aber bevor wir das machen, machen wir Folgendes. Wir stellen uns den
Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo ich den hinstellen will. Die zwei. Da, 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 da. Stellen wir es mal da hinten hin. Genau, stellen wir es hin. 1, 2, 3, halt. Bevor wir da weitermachen, wir brauchen noch den Hammer. Halt, das könnte auch mit dem Buch gehen. Das könnte auch mit dem Buch gehen. So, das ist eine 3x3x3 Struktur, die nicht hohl ist. Das ist bei Immersive Engineering ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber egal. So, dann haben wir... Ups, ja, ja, ist gut, dankeschön. So, schauen wir mal, ob es mit dem Buch geht. Nein, mein Buch, es ging, glaube ich, mal mit dem Buch, aber ich bin mir nicht sicher. So, ich habe das Material aber, glaube ich, da hinten schon liegen. Ja, habe ich. Da haben wir nämlich dann fürs nächste, wahrscheinlich fürs nächste Mal. Ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Genau, da haben wir den Faden. So, den Rest nicht beachten im Moment. So, dann brauchen wir das, das und die zwei hier und haben einen Engineer's Hammer. Jawohl. The One Tool. Wofür wir das Ding brauchen? Er hat es erkannt. Und es ist Achievement Hammer. So, das packen wir mal hier hin. Bumm. Und dann haben wir hier ein Real Hot Topic. Sehr schön. Wenn wir da jetzt reinklicken, sehen wir ein tolles Interface. Okay. Und wir machen uns jetzt einfach mal noch den zweiten daneben. Weil, wenn wir schon dabei sind, dann haben wir gleich beide aufgebaut. So. Und dann hier noch. Wie gesagt, das ist ja eigentlich nur ganz einfaches Material, wo man ganz einfach rankommt. So. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, danke. Dann, haha, ein Kokofen. Sehr schön. Sieht auch toll aus, ne? Mhm. Gut, was machen wir damit? Dazu brauchen wir erstmal noch ein bisschen Kohle. Die habe ich nicht einstecken. Dann können wir aber auch mal das, was wir jetzt im Moment übrig haben, mal weglegen. Packen wir es mal da rein. Coke Brick, das da und Nether Bricks sind eher so ein Material, was wir vielleicht noch mal bald brauchen werden. Schmeißen wir den mal da rein. Und dann brauchen wir noch Kohle. Dann haben wir bloß 4. Schade, aber ich glaube, da hinten in der Kiste ist noch was drin. Dann können wir uns bei der Gelegenheit auch gleich mal abkühlen. Nein, da haben wir nichts mehr drin. Oh, 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 keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Hier vielleicht. Nein. Da haben wir auch nichts drin. Ja gut, viel Kohle haben wir nicht, aber das ist okay. Mit Charcoal können wir es probieren. Ich glaube aber nicht, dass es mit Charcoal geht. Nee, ich habe hier schon gut ausgemistet. Ganz ehrlich gesagt, ne? Die brauchen wir nicht mehr. So, wir haben jetzt schließlich unseren wundervollen Cobblestone-Generator. So, und mit der... Wir probieren es erstmal mit Charcoal, ja? Okay? So, Charcoal. So. Charcoal. Nein. Okay. Würde gehen. Ich bin ja im Blast für das Blödsinn. Kokofen. Hier. Nein, da geht es tatsächlich nur mit Originalkohle. Gut. Im Blast Furnace können wir nämlich dann Stahl herstellen. Wir haben 21 Charcoal. Ich glaube aber, das ist effektiver, wenn wir dann das hier nehmen. Wir können mal ganz kurz gucken. Ne? So, wir wollen uns Steel Ingots herstellen. Und zwar die aus Immersive Engineering. Nein. Das sind die falschen. Steel Ingot Thermal Expansion. Wie wäre es, wenn wir einfach mal noch Ingot mit eingeben, dann wird die Sache übersichtlicher. Hier. Blast Furnace. So, Iron Ingot wird zu Steel Ingot und es kommt Slack raus. Es steht nicht in dem Improved. Ja gut, wir können ihn später noch improven, aber haben wir überhaupt noch Eisen da? Weil ich habe nämlich ganz viel vorbereitet. Ich glaube, dass viel Material gar nicht mehr da ist. Schauen wir mal. Ein Eisenbarren vielleicht noch hier. Nein, eventuell hier. Nein. Haben wir hier noch Eisen? Nö. Ich habe das Zeugs wirklich gut verarbeitet. Mann. Hier ist keins drin. Nein. 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 Gut, schauen wir mal da hinten. Haben wir da noch Eisen? Broken Iron Ore. Gut.
bin jetzt ein ganz kleines bisschen verschwenderisch. Seid mir nicht böse deswegen. Das muss jetzt einfach mal sein, weil sonst dauert mir das einfach hier zu lange. So, wir nehmen die 5, packen die da rein. In den Ofen. So. Hallo, lass du mich da. So, jetzt aber. Dankeschön. So, dann war noch ein Punkt offen. Genau, Chisel. Chisel habt ihr mal ganz viele Kommentare geschrieben. Finde ich super. Und zwar, für Chisel brauchen wir einen von diesen, einen Diamond Chisel. Also ich nehme jetzt einen Diamond Chisel, den hier. Ja, und ich möchte mir gleichzeitig dazu noch einen Chiseled Bitbag machen. Der wird hergestellt aus Wolle und einem Chisel Bit. So, ein Chisel Bit kriegen wir mit dem Chisel. So, und zwar, wir nehmen uns jetzt einfach mal aus dem Teil hier ein Bit raus. Das hier. Ich hoffe, ich habe es im Inventar. Jawohl, habe ich. Block of Coal, sehr interessant. So, und jetzt machen wir uns daraus und aus der, nicht aus den Stäben, aus der Wolle hier, machen wir uns einen Chiseled Bitbag. Sehr schön. So, und jetzt muss man nur noch wissen, dass dieses Teil hier verschiedene Modis hat. Bei mir ist es so, wenn ich die Alt-Taste drücke, kriege ich dieses Radial-Menü. Und da kann ich sagen, Same Material. Ja, steht richtig. So, und jetzt gehe ich zum Beispiel an diese Stäbe hier ran und sehe, in diesem Block sind diese hier drin. Und wenn ich jetzt hier einfach links klicke, kriege ich alles vom selben Material. Vorteil dabei ist, es wandert, mit Ausnahme von dem hier, automatisch in die Chisel Bag. Und ich schmeiße das auch gleich mal mit hier rein. Und so kann ich jetzt hier quasi durch alle Blöcke, die hier irgendwie gechiselt sind, den da hier, den da hier, den da hier, den da hier. Und dann kann ich mir sogar noch ein paar Laboratory Blöcke hinsetzen. So, und wenn man jetzt mal guckt in die Tasche, sehen wir schon, oh Gott, jede Menge. Aber es passt noch ein bisschen was rein, das ist nicht das Problem. Da hätte ich mir nämlich einiges an Arbeit ersparen können. Also Arbeit ist falsch. Ich hätte nicht alles wegschmeißen sollen. So. Weil da kann man nämlich jetzt dann auch wieder vollständige Blöcke draus machen. So. Das haben wir. Dann können wir da oben noch das Zeugs wegnehmen. Das. So, und so kann ich jetzt dann hier quasi durch das komplette Raumschiff gehen und ein bisschen Deko abbauen. Macht auch Spaß und es ist eigentlich ganz witzig, aber mir ist es ein bisschen zu aufwendig. Ich bin ehrlich, es ist mir zu aufwendig, das hier zu machen. Deswegen seid mir nicht böse, ich will das Zeugs eher weg haben. Und ich wollte es euch auch zeigen, dass das relativ problemlos geht. So. Jetzt bin ich bloß, ich habe es ausprobiert, aber ich weiß nicht mehr, wie das hundertprozentig war. Das war falsch, aber ist egal. So, und zwar, wenn man jetzt hier Drone Region, Large Cube, irgendwie konnte man hier Plane, Connected Plane, Connected Material, Grid, Half Size Cube. Da. So, schauen wir mal, was haben wir denn? Gerade in der Tasche. Moment, wir stellen nochmal um auf das Same Material. Und wenn ich jetzt hier rechts klicke. Nein, ich habe das falsche Material. Wie war das nochmal? Ich hatte es schon hinbekommen. Nein, das war die falsche Taste. Wie war das jetzt nochmal? Left click to chisel, right click to place. Ich wollte aber den ganzen Block bitte setzen, nicht bloß einen. Die waren auch nicht richtig, genau. Und der da auch nicht. Und da kann ich jetzt mir das ganze Zeugs hier rausnehmen. Wie war denn das nochmal? Ich muss nochmal gleich nochmal nachgucken.
Das war auch chiselt hier. Weil bevor ich jetzt. Oh, falscher. Egal. Bevor ich jetzt hier großartig. Sogar die Zierleiste ist gechiselt. Wow. So, einfach mal hier wegmachen. Und irgendwann ist natürlich auch mal die Tasche voll. Und ich muss echt nochmal gucken, wie das war. Ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. Oder machen wir es das nächste Mal? Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir es gleich. Ja? Hätte ich gesagt, genau. So. So, haben wir das auch weg. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr zu wegmachen. Na gut. Yeah. Hier. Das da. Oh, und jetzt fliegen mir die Chiselblöcke um die Ohren. Na gut. Wie gesagt, ich melde mich gleich wieder. Was ist denn gerade ausgewählt? Left click to chisel. Left alt to display menu. Okay. Flacker, flacker, flacker. Large cube. Okay. Da kriege ich dann nur noch mehr Chisel-Blöcke. Okay. Ich melde mich gleich wieder. Ja. Oder war das same material? Das da und das da einfach mal weg. Oh Gott. Chaos. Ich melde mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also irgendwie komme ich jetzt gerade nicht drauf. Ich hatte es irgendwie gemacht, aber egal. Wenn ihr nochmal einen Tipp habt, wie man das machen kann, die Blöcke wieder zusammensetzen, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ja? Genau. So. Ich habe jetzt noch ein paar andere Blöcke auf. Weil das einzige, was ich gefunden habe, ist nämlich folgendes. Das ist aber auch nicht unbedingt die Weisheit letzter Schluss. Oh, okay. Das war kein vollständiger Block. Dann. Was haben wir denn hier gerade noch? Die hier. Also irgendwie konnte man das, wahrscheinlich kann man das mit einem Positiv machen oder irgend sowas. Ah, okay. Jetzt haben wir den da. Wollte ich euch jetzt nicht unbedingt antun. Irgendwie konnte man das mit Sicherheit machen. Large Cube. So, am besten unten. Eins. Zwei. Na toll. Das wird nix so. Gut. Same Material, zack, weg damit. Okay, also wenn ihr noch einen Tipp habt, wie man die Dinger ganz einfach wieder zusammencraften kann, wie gesagt, ein Positiv. Wir können mal ganz kurz nach Positive. Positive, genau. Positive Chisel Design. Right click to chisel, right click to write, right click to chisel, place or craft with bits, bags, genau. Wassereimer, Paper und Lapis. Und bitte zuerst mal ins Bett, bevor da zu viele böse Monster spawnen. So. Oh. Na gut, egal. Alternativ können wir natürlich auch mal einfach das Bett mitnehmen. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Dann schlafen wir halt draußen, wo es ein bisschen mehr in der freien Natur ist. Hier. So. Da, Bett. Bett. Zack. Gut, hier geht's. Na gut. Vielleicht müssen wir noch eine kleine Schlafkuh hier irgendwo hier in der Nähe machen. Aber egal. So. Bett lassen wir mal vorsichtshalber stehen. Ich habe jetzt hier irgendwie ein bisschen, naja, egal. So, das können wir nachher wegbauen. So, was wir jetzt als nächstes machen wollten, nachdem wir das Chisel and Bits Zeugs erstmal irgendwo in der Kiste verstaut haben, weil das ist mir alles noch ein bisschen ungeheuer. Ach, da haben wir immer noch was. Passt das nicht mehr in die Tasche? Das da rein, das da rein und das da rein. Gut, das müsste jetzt gewesen sein. So, packen wir das mal da rein. Dann ist es auf jeden Fall schon mal weg. Ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Methode, um das Zeugs abzubauen. Genauso wie die Flüssigkeiten da hinten kann man dann genauso abbauen. Ist okay.